Hey ho, meine Lieben. Ja, neuer Tag, neues Glück, neues Schaffen, frohes Schaffen. Was habe ich mir heute als Tagesziel gesetzt? Auf alle Fälle die feuerfeste Wanddurchführung. Tja, nochmal alles für Oskar. Ja, könnte man fast so sagen. Ja, und nochmal alles für Oskar. Das ist mein Tagesziel. Wenn ich noch dazu komme, möchte ich da drüben noch die Steine fertig legen. Hinten an der Wand habe ich ja gestern eine Halterung weggeschraubt, wo die ganzen Latten oben waren. Das will ich neu positionieren, damit das auch weit genug vom Kamin weg ist. Das ist das, was ich mir für heute vorgenommen habe. Ich mache jetzt noch in Ruhe Päuschen und dann fange ich mit der Wanddurchführung an. Direkt, glaube ich, mit den kreisrunden Aussägen mit der Stichsäge, wovor es mich ja am allermeisten graut. Ja, ich hoffe, dass die Steine heil bleiben, aber wir werden nachher sehen. Der erste ist markiert, nur der erste. Warum? Ich werde nachher dann die Steine aufeinanderlegen und den Kreis vom ersten auf den zweiten übertragen. Warum? Falls ich 1-2 mm vermessen habe, dass das nachher genau aufeinander passt. Tja, genau, so mache ich das. Ich werde jetzt hier zuerst einmal Löcher bohren. Vorsichtig. Hey, das lege ich da hinten auf so. Lege ich auf das Ding drauf und dann kann ich sauber aussägen und muss keine Angst haben, dass man der Stein dann wegbricht. Genau. Da säge ich das vorsichtig mit der Stichsäge aus. Leute, drückt mir die Daumen, dass das alles klappt. Ja, und dann übertrage ich das und säge das zweite aus. Und dann säge ich noch die Zwischenstege aus. Der erste ist fertig. Mit dem Schleifpapier noch nachgearbeitet und in der Arbeitsphase sieht es so aus. Stichsäge, aussägen und ja, nachschleifen. Ja, und gut wiederholen, weil der Wind vom Schädel geblasen hat. Nachdem ich ja die fertig hatte, habe ich mit denen angefangen, aber Leute, mit der Stichsäge einen geraden Schnitt, einen genauen Schnitt hinzukriegen, ist einfach unmöglich. Jetzt muss ich halt noch, das ist die Dicke zwischen der Wände, das ein bisschen angleichen, dass das möglichst sauber ist, dass nachher der Kasten ja, sauber zusammenpasst. Und wenn der Kasten soweit fertig ist, erzähle ich euch auch noch was zu den Kosten zu so einem Teil. Soderle, da ich sehr vorsichtig mit den Platten umgehe, habe ich alle Löcher mal hier vorgebohrt. Am anderen muss ich nachher noch bohren. Die hier auch gleich. Ich hoffe, dass ich halbwegs gerade gebohrt habe, dann müsste es passen. Und jetzt setze ich die Platten eben alle an. Also ich zeige es euch mal schnell, so hochkant stelle ich es hin. Und dann nehme ich so eine. Und dann mache ich hier erst die beiden Ecken. Ja klar, da liegt jetzt noch die drunter. Aber dann passt es. Links, rechts und dann oben quer rüber. Und dann die andere Deckelseite. Wobei ich eine Deckelseite nicht ganz festschraube, damit ich die wieder wegmachen kann. Weil ich brauche ja noch Schablone dann drinnen für die Löcher. Heieieiei, es wäre so ziemlich halbwegs vollbracht. Ich werde jetzt noch die Übergänge ein bisschen sauberer abschleifen. Das war es dann aber auch schon. Dann wird das ganze Ding noch ein bisschen einbalsamiert mit einem tiefen Grund. Ganz einfach, das Zeug zieht Wasser, dass das von außen kein Wasser mehr ziehen kann. Wächst Brandgefahr, wächst ein tiefen Grund, habe ich da jetzt keine Bedenken. An ein paar Ecken ist mir es gebrochen. Hier zum Beispiel habe ich hier noch zwei Gegenspacks gemacht und dann irgendwo noch die innere Platte, die hier. Ich glaube auf der anderen Seite, da habe ich dann hier innen noch ein Spacks dagegen gejagt.
Das Zeug bricht wirklich extrem schnell. Das ist nachher die Innenseite. Die Schrauben werden eigentlich noch viel weiter versenkt. Ich habe ja alle Löcher noch vorgesenkt, nachdem das erste gerissen ist. Hier ist eben auch eine große Senkung drunter, aber so, dass es jetzt erstmal hält. Die Platte muss ich nachher nochmal wegschrauben. Die brauche ich ja als Muster draußen hinten, um die Wandzeichnung fertig zu machen. Tja, aber jetzt zuerst einmal ein bisschen schleifen noch, einbalsamieren. Und wenn das alles soweit passiert ist, Leute, dann kann ich anfangen, hinten ja, die viereckige Öffnung anzuzeichnen und das Ganze einzusetzen. Und bevor ich es vergesse zum Erzählen oder nachher, wenn ich es neu mache, innen rein kommt ja auch zusätzlich noch um das Rohr so eine Keramikfasermatte und wird dann innen alles ausgestopft und dann sind wir hundertprozentig safe. So Leute, Grundierung drauf. Das ist so eine Spezialgrundierung, sehr, sehr leimhaft, schleimig. Also optimal, um die Poren zuzumachen. Und wer jetzt rumheult, wächst Feuergefahr. Hey, wenn hier eine Wärme durchkommen würde, wo da was passieren könnte, dann wäre das ganze Ding umsonst. Also Ruhe geben, länger leben. So ungefähr, ja. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal ordentlich trocknen, weil die Platte muss ich ja jetzt nochmal wegmachen und die habe ich beim Streichen jetzt den Rand erwischt. Später wird sie dann nochmal von unten, also von die Fläche gestrichen, aber erst wenn sie komplett montiert ist. Gut Leute, dann würde ich jetzt mal sagen, trocknen lassen und ich mache mir jetzt erstmal was zum Essen. Ich schmeiße jetzt den Grill an, hau mal was auf den Grill und irgendwie ist es mit dem Licht ganz furchtbar, weil ja, ich habe mir heute noch was organisiert. Nur eine Kleinigkeit, aber jam. Und das mache ich jetzt, bevor ich irgendwas weiteres hier mache. So Leute, ich wollte ja noch was zu den Kosten von so einer Wanddurchführung sagen. Kauft man so einen fertigen Klotz, der vielleicht dann industriell gefertigt ist, auf einen Millimeter passgenau ist, von der Maße her und, dann ist man mindestens 200 bis 350 Euro los und hat keine 40er Platten, so wie ich jetzt. Ich habe ja in Kleinanzeigen noch die dicken Platten gefunden. Deswegen kommt mich der ganze Bau jetzt mit dem Material innen auf ja, knappe 70 Euro, sage ich jetzt einmal. Und hätte man auch reduzieren können, wenn ich dünnere Platten genommen hätte. Aber die hätte man bestellen müssen und bla 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 bla. Ja, also baut euch so eine feuersichere Wanddurchführung selber. Erspart einen Haufen Geld. Ja, und wie heißen die blöden Platten, dass ich es wenigstens einmal richtig gesagt habe? Calcium-Silikat-Platte. Genau. Calcium-Silikat-Platte. Bis was weiß ich, wie viel 1000 Grad oder so ungefähr. Auf alle Fälle, das ist hinterher sicher. Mhm. Und da ist mein Essen für heute. Ich mache mir jetzt einmal 3 Chivapchichis, vielleicht später nochmal 3, ein Toastie dazu, mit ein bisschen Butter eingepinselt nachher und ein bisschen Eiweiß und fertig ist mein Essen für heute. Mhm, erst einmal. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich einen Grill gefilmt hatte. Die Brötchen habe ich schon angetoastet. Und die Dinger mittlerweile einmal umgedreht, die werde ich noch einmal und zweimal umdrehen. Dann sind die auch schon wieder fertig. Ja. Und die sind lecker. Tja Leute, aus dem gemütlichen Essen wird nichts. Ich drehe schon mal die Weberkugel zu. Aber Gott sei Dank ist es fertig. Oh,
wird, das kommt jetzt hier drauf. Und fertig ist mein leckeres Yummy, was ich unterwegs mir in den Hals stecken werde. Ja, während Manu im Flur wartet, dass ich heute komme und ihr die Tür aufspüre. Passiert, es ist windig. Der Markise kann ich auch gleich wieder reinfahren, die brauche ich ja jetzt nicht. Oh je, oh je, oh je. Ist doch lecker. Aber ich muss los. Und komm dann wieder her. Bei die Wanddurchführung kommt heute noch rein. Ist auch wieder da von der Rettungsaktion. Habe ich hinten schon angezeichnet. Ganz wild und hemmungslos, aber das ist kein Problem. Ach, scheiß Wind, weil ich sehe es auch ganz wild und hemmungslos aus. Ja, zumindest jetzt einmal nur den Durchbruch, dass ich das Rohr durchstecken kann, das festmachen kann. Da liegt der Deckel, den mal drauf und einmal die genauen Umrisse anzeichnen kann. Und dann sehe ich es genau. Jo. Und das mache ich jetzt alles. Ich will das Teil heute noch drin haben. Deswegen könnte auch hier jetzt ja, die Filmerei etwas vernachlässigt werden. Außer ich denke wieder dran. So in etwa sieht es jetzt von außen aus. Jetzt schaue ich, dass ich das Ding einmal sauber anzeichne und dann genau das Viereck raussehe. Und hofft dann, dass man die Bude nicht einstürzt, weil irgendwelche Träger oder sonstiges im Weg waren. Naja. Puh. Aber scheiß Arbeit, das Raussägen. Und dasselbe Spiel dann jetzt auch gleich von drinnen, also erst außen anzeichnen, dann tue ich das Viereck runter, tue das von innen drauf, da anzeichnen und dann kann ich fertig aussägen. Und zwischendrin vielleicht dann auch noch die Bretter mit ein paar Schrauben verstärken. So Leute, draußen habe ich soweit fertig gesägt, aber bevor es mir hier jetzt das ganze Zeug hier zerlegt, werde ich jetzt hier erstmal zwei Latten zusägen für unten und oben. Und ja, die dagegen spaxen. Also unten reinschieben und dann festschrauben, weil ansonsten zerlegt es mir hier alles beim Raussägen. Oh. Leute, glaubt es oder nicht, die widerlichste Drecksarbeit war jetzt wirklich die Wanddurchführung raussägen. Tja, schönes viereckiges Loch. Und jetzt lenke ich erst einmal das Kaminrohr ab, weil das muss ich ja auch noch die Dämmung innen reinstecken und zurechtschneiden. Und wenn ich das abgelenkt habe, dass das passt, setze ich den viereckigen Kasten ein. Oh, da liegt er. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Eieieiei. Oh ja, passt doch ganz gut. Jetzt noch die Isolierung drumherum. Ja, und hier werde ich wahrscheinlich noch mit Silikon oder was weiß ich außenrum abdichten. Vielleicht auch ausschäumen. Schauen wir mal. Aber so sieht es doch mal sehr gut aus. Jetzt muss ich noch gucken, ob das passt. Jetzt noch schön dick die Wärmedämmung außenrum und dann passiert da 100% gar nichts mehr. So, jetzt schraube ich das Teil hier drauf und dann tue ich das Ganze noch mit Winkeln noch ein bisschen sichern. Ja, und dann bin ich soweit fertig. Hier diese schwarze Ecke, die werde ich wahrscheinlich noch mit etwas feinerem Schleifpapier irgendwann einmal anschleifen. Wahrscheinlich noch bevor der Kamin fertig ist hier.
Und ja, das sieht ja furchtbar aus. So viel zum Thema Kaminkehrer. Ich glaube, wenn der einmal gekommen wäre und das gesehen hätte, ey, da wäre die Hölle los gewesen. Also die Vorpächter, da draußen flackt der alte Kamin. Können wir uns nachher nochmal angucken. Nee, wirklich, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Hier habe ich jetzt noch so ein zweiteiliges Rossetti-Teil. Passt hier nicht so schön hin, ist zu viel Abstand. Darum werde ich das außen hinschrauben. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, Moment mal. Jo, und von hier geht es dann runter zum Öflein. Ganz genau. Naja, könnte so halbwegs hinkommen. Muss ich noch ganz genau machen, den Ofen vielleicht noch ein bisschen weiter von der Wand wegrutschen, dass der dann schön dran steht. Mit dem Hitzeschutz, dass das optimal ist. Da hinten habe ich ja noch den Klappbahn. Aber Leute, bevor das Ding angefeuert wird, wird hier hinten erst einmal gescheit sauber gemacht alles. Jo. Dann schaue ich mal morgen noch nach einer Dichtmasse oder nach einem Schaum. Und dann mache ich den Rest morgen auch noch. So, von draußen bin ich gerade noch am Schrauben. Da habe ich zwei Winkel hingemacht. Da mache ich oben auch noch zwei Winkel hin. Und ja, ich denke, das Ding wird einfach nur angestrichen und gut ist. Oh, da geht die Dings schon wieder ab. Naja, mei, vom Durchschieben. Das Ding maule ich einfach bloß rot an. Hehe, lol. Was ist das für eine blöde Grundierung? Das ist ja geil, oder? Naja, schauen wir mal, ob das Rot dann da drauf hält. Aber so weit, so gut. Oskar eigentlich fertig. Oh. So Leute, jetzt habe ich Oskar komplett durchgezogen heute. Ich habe die Schnauze voll. Innen noch die Winkel hingeschraubt. Und jetzt gucke ich morgen mal, was ich da noch zum Abdichten nehme. Vielleicht hole ich ja wirklich noch einen PU-Schaum und spritze da wirklich noch PU-Schaum zwischen rein, weil dann wird es 100% dicht. Auch von der Dämmung her. Es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, so Rolle vorne ein bisschen platt quetschen, dass ich zwischen rein komme. Und so werde ich das auch machen. Tja, Oskar ist dran, Oskar ist drin. Der Rest ja, kann jetzt noch ein paar Tage dauern, bis wir da hinten einmal rausgeputzt haben. Was ist das nächste? Außer jetzt noch die Ränder abdichten und das Zeug ein bisschen anpinseln. Da drüben die Steine. Das geht mir jetzt als nächstes am meisten auf den Senkel. Ja. Morgen spritzi spratzi bei Oskar. Und dann schaufel, schaufel, schleppi, schleppi. Mit der Steine. Und so wird der morgige Tag dann aussehen. Was ich dann wieder mehr schaffe, als ich eigentlich wollte, weiß ich noch nicht, aber das ist einmal für morgen das Tagesziel. In dem Sinne, mein heutiges habe ich ja sehr gut erfüllt, bin ich zufrieden. Oh. Sage ich einmal Tschaikowski, bis morgen. Ich genieße jetzt noch ein, zwei Zigarettchen und meine Kohledose. Ich bin fix und alle. Ciao.